So, meine lieben Zuschauer und Abonnenten, es ist der 1. April und es ist wieder Zeit für ein neues Infovideo. Im vergangenen Monat war einiges los bei mir, vor allem privat ging es drunter und drüber. Mehr als es mir lieb war, um ehrlich zu sein. Da möchte ich mir auf jeden Fall ein kleines bisschen Zeit nehmen, darüber zu sprechen. Zu Beginn des Monats waren schon verschiedene, ich sag mal, Unannehmlichkeiten, irgendwelche Websites, die ihre Struktur komplett verändert haben, irgendwas Neues eingeführt haben, geändert haben, geupdatet haben, was weiß ich, sodass teilweise Listen und Einträge verschwanden, falsch waren, buggy waren. Ganze Arbeiten, für die ich wochenlang gebraucht habe, wurden gelöscht, sodass ich es komplett neu machen musste. Und eben solche Dinge, irgendwelche Hotlines haben natürlich auch nicht weitergeholfen, wie so oft. Zu guter Letzt dann noch irgendwelche Infos, die man eintragen musste, wo ich mich erst gar nicht auskannte und dachte, ja, da brauche ich ja fast schon professionelle Hilfe und so weiter. Also das war schon wirklich nervig genug. Auch allein YouTube hat da ziemlich viel neu gemacht, Neues eingeführt. Da konnte man teils schon gar nicht mehr folgen. Da lief es schon drunter und drüber, dass ich da eigentlich schon dachte, was für ein super Monat. Und als ob ich nicht in der letzten Zeit schon genug gelitten hätte. Naja, ist auch noch eine andere Sache passiert. Da fällt es mir ehrlich gesagt etwas schwer, drüber zu sprechen, aber ich versuche es einfach mal. Und zwar hatte ich mit meinem zweiten Kater einen Tierarztbesuch, eigentlich mehr oder weniger Routine. Ich lasse immer mal wieder Blut abnehmen, ihn röntgen, weil er einen Blasenstein hat. Da kämpfe ich auch schon seit Jahren dagegen an, mit Spezialfutter, Pasten, Tabletten und so weiter. Naja, und irgendwie hat man festgestellt, dass dieser Stein, entweder er hat sich geteilt oder es waren zwei, aber es ist ein bisschen was in die Harnröhre gerutscht, sodass er nicht mehr richtig Wasser lassen konnte. Und die Tierärztin meinte, ja, den muss man quasi in Narkose versetzen und diesen Stein zurückdrücken. Also zurück in die Blase, damit er wieder, naja, absetzen kann. Dies hat man dann auch gemacht. Das war auch ein Erfolg. Aber irgendwie ging es ihm danach nicht gut. Ich konnte ihn dann ewig nicht mit nach Hause nehmen und habe ihn dann halt täglich besucht. Ein bisschen wie einen Menschen, den man im Krankenhaus besucht. Zwischendurch ging es ihm dann wieder besser. Er hing da regelrecht am Tropf und alles. Das scheint wohl geholfen zu haben. Aber dann ist es wieder gekippt, dann ging es ihm wieder schlechter. Und ich habe noch zugestimmt, ein ganzes Blutbild machen zu lassen, wobei das richtig teuer ist. Aber was tut man nicht alles? Das war am Donnerstagabend. Naja, und am Freitag hatte ich dann auf einmal morgens einen Anruf auf dem Handy vom Tierarzt und da dachte ich mir schon, oh oh, das heißt nichts Gutes. Naja, und um es kurz zu machen, der Kater ist dann in der Nacht verstorben. Es ist gar nicht mal so tausendprozentig klar, warum. Offensichtlich haben die Nieren versagt. Ich denke, auch die Narkose hat ihm ziemlich den Rest gegeben. Er ist halt auch schon fast 14 Jahre alt. Im Oktober wäre er 14 geworden. Und was ich auf jeden Fall noch sagen möchte zu der Sache, mein zweiter Kater war seit dem Tod des ersten Katers so viel am Miauen, das war ein regelrechtes Rufen und das teilweise stundenlang, sodass ich echt das Gefühl hatte, naja, er ruft eben nach dem anderen Kater und hat jetzt irgendwie auch den so sehr vermisst, dass er aufgegeben hat. Dass das hart war, das brauche ich, glaube ich, niemand erzählen. Und wenn ich das mal so ein bisschen salopp ausdrücken darf, Anfang Dezember hatte ich noch eine Lebensgefährtin und zwei Katzen und nun habe ich aus der Warte gar nichts mehr. Und das ist natürlich schon heftig und das schluckt man nicht so ohne weiteres. Ich habe ihn dann am selben Tag noch beerdigt, neben seinem Bruder. Leicht fiel es mir nicht, aber ich habe es versucht, so gut es ging. Ich weiß noch, das war relativ gespenstisch, das muss ich noch dazu erzählen. Und zwar habe ich aus zwei Stöcken so ein kleines Kreuz gebastelt, was ich ihm mit reinlegen wollte. Ich hatte sonst nichts. Und ich bin bestimmt nicht klerikal, aber genau in dem Moment, als ich die zwei Stöcke zusammenband, haben auf einmal die Kirchenglocken im Dorf angefangen zu läuten. Das war wirklich gespenstisch. Es war auch nicht volle Stunde. Es war irgendwie so 17.40 Uhr oder irgendwie sowas. Also da habe ich schon Gänsehaut bekommen. Aber nichtsdestotrotz war es natürlich schon heftig für mich. Das könnt ihr euch vorstellen. Auch gestern, als ich meinem Vater, der vorbeikam, dann alles mitgegeben habe, was ja mit Katzen zu tun hat. Futter, Spielzeug, Leckerlis. Da habe ich schon einmal kräftig schlucken müssen. Ich hatte es ja in einer Cook Serve Delicious Folge danach mal erwähnt, dass ich eine Liedzeile gehört habe, die da ganz gut passt, nämlich wie viel kann ein Mensch ertragen? Ja, das frage ich mich zurzeit auch. Und apropos Cook Serve Delicious, eigentlich war am Ende des Monats geplant, noch 4 Folgen PC Building Simulator zu bringen, aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich war einfach am Ende dann. Der Akku war einfach leer. Körperlich und geistig, es ging nicht. Deswegen habe ich eben so gut es ging noch Cook Serve Delicious Folgen gebracht. Das verlangt mir zwar meistens auch sehr viel ab, aber es ist halt von der Nachbearbeitung viel einfacher. Es ist meistens nur so im Bereich so 10 bis 12 Minuten. Es rendert sehr schnell. Das war einfach insgesamt etwas einfacher. Und eben die zwei Folgen Phasmophobia, die sind ja an sich fertig. Die muss ich nur rendern. Abgesehen natürlich von der Ansage am Anfang. Wobei ich sagen muss, die waren eigentlich richtig genial. Und wenn ich jetzt schon dabei bin, dann zähle ich jetzt einfach den Monat spieletechnisch einfach mal wie gewohnt auf. Zu Beginn des Monats hatte ich 3 Folgen, Phasmophobia,
Eine davon hat fast schon Rekorde aufgestellt. Die ging nämlich fast 52 Minuten. Das ist mit eins der längsten Videos ever. Ich glaube, das drittlängste oder so, müsste ich jetzt raten. Aber das ist eins der längsten Videos aller Zeiten in der Brownstone High School. Ich weiß nicht mehr, wie lange es war, aber das hat, glaube ich, 24 Stunden gerendert oder so. Das war der Hammer. Auf jeden Fall anschauen. Dann kam ein Apex Legends Let's Show über den vierten Battle Pass. Da steckt ja auch sehr viel Mühe drin. Auch auf jeden Fall sehenswert. Vor allem für die Leute, die vielleicht, naja, da eben nicht dabei waren. Dann hatte ich vier Folgen Black Mirror 2. Da ist es weiter spannend, bis hin zu gruselig. Und Thriller, Krimi, alles dabei. Anschauen. Dann hatte ich zwei Folgen Cook Serve Delicious. Da versuche ich halt weiter Achievements freizuschalten und diese Dinge. Und eine Sache war ziemlich cool. Ich hatte endlich meine Main-Peripherie zurück. Meine richtige Maus und meine richtige Tastatur. Wer mehr wissen will, einfach reinschauen. Dann kam erneut ein Apex-Video, nämlich ein Pack-Opening, bei welchem ich es tatsächlich irgendwie hinbekommen habe, zwei Legis in einem Pack zu haben. Absolut sehenswert. Dann kamen vier Folgen Small Town Terrors, Livingston. Auch sehr geile und spannende Folgen. Endlich gibt's auch Zombies zu sehen. Dann kamen die besagten zwei Cook Serve Delicious Folgen, die ich eben in der Zeit machte, wo das passiert ist. Das ging einfach nicht anders, aber die waren ziemlich cool und ich habe mich echt bemüht und reingehauen. Und last but not least, wie gesagt, noch zwei Folgen Phasmophobia, bei denen auch richtig was los war. Ich persönlich halte diese 14. Investigation für fast die beste überhaupt. Da ist so viel passiert. Neue Geräte und Werkzeug ausprobiert, Interaktionen, Spannung. Ich selber denke, das ist mit die beste, wenn nicht sogar die beste Phasmophobia-Folge aller Zeiten, diese Folge 14. Ich habe noch gesagt, die könnte man bei Steam quasi als Trailer mit einbauen, auf der Hauptseite oder Shopseite des Spiels, im Grafton Farmhouse auf jeden Fall anschauen. Aber auch die danach, das letzte Video aus dem Monat März, das Prison, auch die war sehr cool, allein schon, naja, weil wir eben zum ersten Mal im Prison drin waren und das ist echt riesig. Die geht auch richtig ordentlich lang, diese Investigation. Ihr seht also, es war unfassbar viel drin. Also viel mehr kann ich euch wirklich nicht bieten. Sehr bunt und alles. Also viel mehr geht nicht. Am Anfang des Monats, jetzt im April, werden auf jeden Fall die PC Building Simulator Folgen nachgeholt. Da kommen vier Stück. Und auch sonst wird es genauso weitergehen mit den üblichen Verdächtigen. Black Mirror, Livingston, Apex, Phasmophobia und so weiter. Ich hoffe, ihr seid dabei. Viel mehr kann ich eigentlich gar nicht sagen. Ich versuche zurzeit einfach nur noch, naja, man muss fast böse sagen, zu funktionieren. Emotional nicht völlig zusammenzubrechen, unterzugehen. Schön, dass ihr an meiner Seite seid und dass ihr meinen Kanal schaut. Das bringt mir immer wieder neuen Lebensmut. Der Kanal ist umso mehr, was das Letzte, was mir geblieben ist. Würde ich mich freuen, wenn ihr weiter dabei seid. Auch im April beim Kater. Da hoffe ich jetzt einfach mal, dass es ihm jetzt besser geht und dass er bei seinem und bei meinem Bruder ist. Und da würde ich jetzt einfach sagen, wir hören uns und sehen uns im nächsten Video.